Hi Leute, Paxcom hier, ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X-Ratan Konflikt. Ich habe jetzt nochmal mit Xatran ein bisschen rumexperimentiert und habe jetzt mein Sonnenkraftwerk auf 9 reduziert. Aber was war dein Auftrag? Ach, du wolltest ja neue Piloten, glaube ich, holen. Finde, genau. Wie war denn das? Warte mal, das war doch. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem. Gelandete Schiffe. Discoverer, Frachter. Fernkaufmann. Kommandokonsole. Das war doch hier. Hier war das, ja? Nee. Halt, warte mal. So. Jedes Mal muss ich hier wieder gucken, wo das war. Erweiterte Option. Kommandokonsole. Kommando akzeptiert. Die Argon Discoverer ist im Vergleich. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. So, das war doch hier zusätzlich. War das nicht beim Mars drin? Nee. Kommando akzeptiert. Handel war das doch, gell? Händler ein anderes Schiff zuweisen. Ah, das Stück da muss andocken. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. So, nochmal gelandete Schiffe. Das war doch der hier, ja. Ist im Vergleich zu den Fernkaufmann. Handel. Genau. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Und jetzt? Handel. Wie war denn das? Das sollte ja nur Energiezellen einkaufen. So. Ein, genau, ein Sprung. Doch, du sollst das benutzen. 400. Okay. Verkauf, genau. Eingehende Nachricht. Datenspeicher. Datenspeichern. Eigenversorgungskomplex. Ja? Genau, okay. Kommando akzeptiert. Ach so, ich weiß nicht, ob da noch. Hab ich jetzt. Name ändern hier. Ja.
So, jetzt. Hey, wo ist denn jetzt hin? Fischleier. So, was machst du jetzt? Kaufe wahre Kampfdrohne. Ah ja. Oh, ja. Oder als Fernkaufmann geblieben. Das ist super. Obwohl eigentlich zur Versorgung der paranidischen Flotte geplant, löste sie im Laufe der Zeit. Halt. Gelandete Schiffe. Ein Vorgänger dieses Schiffs. Die Argon Discovery. Lieferant bist du nur. Ein Vorgänger dieses Schiffs. Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Da dockt jetzt gleich wieder an. Und dann kann ich den wieder zum Delfin machen hier. Okay. Was kommen noch für Nachrichten? Mammut. Fracht, was hast denn du jetzt? Nicht. Doch, Burgas hat da zwei erst drin. Ach, die hat mir ja gekauft. Genau. Sektorkarte. Wir machen das anders. Wo ist denn der Elefant? Habe ich mit dem schon was gekauft? Komplexbauteilsatz hat er. Okay. Hier brauche ich jetzt noch eine Schneckenform L und eine M. Schneckenfarm. Kommando akzeptiert. Halt, warte mal, die dritte Erlösung. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Okay, dann ist das auch erledigt. So. Gucken wir erstmal zu den Händlern. Oh, herzlichen Glückwunsch! Kommando akzeptiert. Wieder ein neuer Universumshändler betritt das Feld. Alles andere ist okay. So, Mammut. Markiere Mammut als Ziel. Genau, die habe ich schon weggestrichen, glaube ich. Burgas L. Ja. Hat er gemacht. Jetzt brauchen wir noch eine M. Dann ist es fertig. Achso, wieder speichern. So, mal gucken, wie viel hast du jetzt noch an Energiezellen dabei? Oh, du musst nachtanken. Discoverer. Aha. Discoverer ist...
ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der Argonischen Flotte relativ... Okay, du, ich hab mich eben schon. 36. Seitdem wo sie bist vor du einigen jetzt? Jahren die Ganymed-Reihe abgelöst hat... Ach, du kaufst erstmal dich, um zu verteidigen. So. Du bist... Die Argon Discoverer ist im Vergleich zu den anderen Schiffen der Argonischen Flotte... Okay. 30. Schiff 30? Was war denn hier? Der Geier ist ein Handelsschiff, das von den Teladi in allen Sektoren 11. benutzt wird. Was war denn dein Auftrag? Schiff 30. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher. Ich weiß es nicht. Kommando akzeptiert. Du sollst doch handeln. Ich weiß nicht mehr, was es mit dir los war. Tut mir leid, mein Freund. Na gut. Skorpion. Ein Vorgänger. Ach so, du solltest bestimmt den Delfin jetzt, sollte jetzt der Pilot umsetzen, ne? Delfin. Der Boron-Delfin ist ein kostengünstiges und effektives Transportschiff. Okay. Delfin. Datenspeicher, Datenladen. Kommando akzeptiert. Der Boron-Delfin ist ein kosteneingehender Ziel. Nachricht. Genau. Okay. Mein Elefant, Handel. Du wolltest noch eine Schneckenfarm M kaufen. Warte mal. Schneckenfarm M. Du bringst mir mal noch zwei Komplexbauteilsätze mit. Kommando akzeptiert. Okay. Gucken wir mal zum Hauptquartier. Wie sieht's da aus? Agierenden Unternehmen errichtet, um so den gesamten dem Unternehmen gehörenden Markt zentral zu kontrollieren. Verbesserte Version 8. Da ist also schon eine fertig oder was? Lagern und Waren oder das Erstellen von Gewinnanalysen. Und wo ist sie? Ach, da ist sie doch. Ne schön. Der Perseus ist der Nachfolger des Schick. Erfolgreichen Punkten. Das ist doch nicht schlecht. Da haben wir jetzt schon einen. Das fetzt. Und da fehlen jetzt immer noch irgendwelche Ressourcen. All agierenden Unternehmen errichtet, um so den gesamten dem Unternehmen gehörenden Besitz zentral zu kontrollieren. Den eigenen bieten die Hauptquartiere vielfältige Rasterölfehler. Okay. Schiffe in Besitz unterwegs. Rasteröl, da kauft Rasteröl, sehr schön. Erhalt, Lad, Datenspeicher. Kommando akzeptiert. Was bist du, Lehrling? Na gut, okay. Jetzt Elefant. Elefant. Okay, du hast auch noch 1900. Da kann
ich die DM auch wegstreichen. So. Und da kann ich jetzt wieder crunchen und zusammenbauen. Dann gucken wir weiter, was fehlt. Crunch. Okay. Eigenversorgung. Fabrik wurde wurden um 2 reduziert. So. Fracht. Könnte jetzt natürlich auch noch ein zweites Ding zum Andocken, glaube ich, dran bauen. Das probieren wir, wenn das mal ein bisschen größer geworden ist hier. Halt. So. Oh, genau, passt genau. Sehr schön. Und dann kann ich den auch andocken lassen und dann kann ich den nämlich sagen, ach stimmt, ich brauche erstmal wieder ein paar Energiezellen. Okay. Kommando akzeptiert. Wie sieht's denn jetzt aus? Wie viele Energiezellen hast denn du jetzt? Hauptquartiere werden von dem all agierenden Unternehmen errichtet, um so den gesamten, dem Unternehmen gehörenden Besitz zentral zu kontrollieren. 36.000. So, wie sieht es jetzt hier aus? Eines Komplexes regelt die Energie und ah, genau, Ressourcen. So muss es aussehen. Brauchen nur Energiezellen. So, und jetzt verbunden. Ach, hier kann ich Produktion anhalten. Das fetzt ja. Okay, also momentan produziert er Matcha-Schnecken. Regelt die Energie- und Warenverteilung innerhalb einer solchen großen Produktionsanlage. Außerdem beherbergt sie eine Kommandozentrale sowie die Andockmöglichkeiten für ankommende Frachter. So. Gelandete Schiffe im Besitz. Ziel. Du hast wahrscheinlich Energiezellen. Genau, Kampfdrohnen, Moskito hast du dabei. Du brauchst wahrscheinlich noch Moskitos, ne? Kaufe wahre Kampfdrohne. Und dann versorgst du den Komplex hier. Cool. Ah. Kampfdrohne, Bergungscrew, Kampfdrohne, Waffensysteme installiert. So gefällt mir das schon besser hier. Wie sieht denn das so komisch aus? Wieso gibt es hier zwei Klammern? Ach, jetzt habe ich es weggemacht. Wir machen mal eins. Mal sehen, was passiert, wenn wir deinen Namen jetzt löschen. Nur noch ein H. Halt. Machen wir HVT wenigstens. HVT HQ. Gut, und du? Die 36 machen wir auch weg. Halt. HQ. So gefällt mir das. So, dann versorgen die jetzt. Und jetzt, ich habe mir gestern noch die Mühe gemacht, um mal rauszugucken, was ich alles an Geld brauche. Ich bräuchte im Endeffekt jetzt Kristallfabriken noch. Aber das ist mir alles viel. Sonnenkraftwerke, 106. Ne, es kostet alles viel zu viel Geld.
Wir können eigentlich jetzt erstmal gar nichts weiter bauen. Weil das ist alles viel zu teuer. Ich will, wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Was kosten jetzt zum Beispiel... Kahuna Presse L, 72 Millionen alle. Wie viel hab ich denn noch? 63. Die Ranchs, was kosten die? Millionen, die kann ich noch bauen. Dann können wir die noch dran bauen. Da brauche ich jetzt aber erst ein bisschen die Kollegen hier andocken. In der Zeit kann ich ja schon mal gucken, ob ich hier noch einen Auftrag finde. Weil die müssen erst mal wieder ein paar Energiezellen kaufen. Da gibt es hier Aufträge. Wie sieht es bei uns im Frachtraum aus? Sehr gut. Dann haben wir Aufträge, haben wir jetzt keine offen. Dann gucken wir mal nach Aktionärsgewinn. Sprungantrieb wird geladen. Ob es da was zu tun gibt? 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Weil es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die hier am Hauptquartier angedockt haben. Und jetzt die ganze Zeit warten. Das wollen wir ja auch nicht. Von daher können wir mal gucken, dass wir vielleicht noch einen lukrativen Auftrag bekommen. Erreiche System, Aktionärsgewinn. Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas kaputt gegangen ist. Nee. Warte mal, wo war denn? Zyats Machtbereich. Oh, da vorne ist die Baumission. Dann gucken wir, ob wir das machen können, ob es das lohnt. Ist das ja am besten, sind die sehr schweren Aufträge. Das wäre natürlich klasse. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation. Du wolltest Mission nicht schwer. Einfach machen wir nicht. Nee. Sie sprechen mit Ben. Wir werden nun die Patrouillenposten machen wir auch nicht. Was Sie die von Ihnen geforderten. Nee, das ist einfach, machen wir nicht mehr. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Einfach ist einfach nicht lohnenswert genug. Ach, ich hätte wieder mal Lust, in Königsthal die Musik zu hören. Da fliegen wir als nächstes hin, wenn das jetzt nichts Schönes ist hier. Eine Mission. Na? Warnung. Jetzt. Energielevel niedrig. Was macht denn eigentlich mein Sammler? Okay, Königsthal. Der Mistral ist. Hä? Sprungantrieb wird geladen. 10%. Was macht mein Sammler? 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Das Stream-Gebischen soll auch schon alles zu verkaufen. Zu verkaufen lassen. So, jetzt die schöne Musik in Königsthal. Genießt die Musik. Ach, das habe ich. Gleich geht's los. Na. Erreiche jetzt. System, Königsthal. Huh, hallo, mein Freund, oder? So. Sie sprechen mit dem Wilton Witz, werde Ihnen die Informationen jetzt okay. Zu. Sie sprechen mit dem. Was? Woran? Diese Mission. Tja. Sie sprechen 53. Mit dem. Ich habe bitte überprüft. Oh, hallo, deswegen bin ich hierher gekommen. Sie sprechen mit dem Automaten. Ich habe bitte überprüfen Sie noch einmal. Ach, soll ich das hernehmen?
wir probieren. Wir geben euch mal noch eine Chance. Wir geben euch mal noch eine Chance, ihr lieben Baronen. HVT-Versorger. Was macht er denn hier? Der Mistral ist der Frachter der Otas. Er stellt die Kaufe Ware. Ah, schön. Sie sprechen mit dem. Wie können Sie Ihnen helfen? Ich werde Ihnen die Informationen jetzt. Oh nee, das ist mir zu teuer. Sie sprechen mit dem Otas. Was? Wir haben. Ich übermittle jetzt die. Nee, echt. Sei mir jetzt sauer, weil ich so lange nicht hier war. Sie sprechen mit dem Opfer. Wie können Sie Ihnen helfen? Wir sind erfüllt. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Dann fliegen wir mal zu Argon Prime. Vielleicht könnt ihr uns besser leiten. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, Entschuldigung. Diesmal hat meine Frau keinen Wildunfall. Die ist nämlich daheim. So. Wollt ihr mal das Handy ausschalten können, wenn man hier eine Aufnahme macht? Sie sprechen, du wollen ja, örtliche Sendenkarten brauchen wir nicht. Sie sprechen mit dem Auto. Welcher Teufel reitet dich? Ich hoffe, das. So, was hast du? Sie sprechen mit. Gibt es etwas? Übertrage. Sag mal. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, wenn das keine Mission ist jetzt, dann mach ich erstmal Schluss für heute. Basis Nordwest. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Lass mal überhaupt 30, noch was machen heute. 50 Kommando akzeptiert. Und dann machen wir da noch Schluss. So ein Centaur dürfte kein Problem sein. Also gibt es nicht mal eine Million, wenn ich einen M6 kille. Was soll ich denn dann mal für 10 Millionen killen? 5 TLs oder was? Erreiche eingehende Nachricht. Ohne Baumission? Sie sprechen mit dem Auto. Was heißt, diese Mission sollte ein einfach machen wir nicht. Sie sprechen. Wir machen keine einfachen Missionen mehr. Sehr schwer. Das machen wir auch noch mit. Das können wir später machen. Jetzt müssen wir erstmal hier den Centaur töten. Pirat, Centaur. Na komm, dreh dich mal jetzt. Wo schießt er denn hin? Ah, die sind auch da. Ich sehe doch da, die tolle Mission noch gibt hier. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, dankt Ihnen. Der ist doch gleich weg. Ups, als Mikro gekommen, Entschuldigung. Das sollte doch gleich tot sein. Ja.
das war eine schöne Zeit. Ja. Sie sprechen mit dem Automatisierten. Was ist Zeit, Pilot? Ich hätte da ein folgendes benötigt. Agrarzentrum M in drei Welten. M Alpha. Gut, das machen wir. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Scheiße, die Drohnen hier. 30, 40, 50%. Die hole ich mir nachher zurück. 70, aber das machen wir beim nächsten Mal fertig. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.